An einem der letzten noch mit Wasser gefüllten Rikaner Fischteiche haben Unbekannte offenbar ein riesiges Fischsterben verursacht. Erst wurde eine Sperre am Wehr entfernt, diese soll eigentlich verhindern, dass große Tiere den Teich verlassen. Im Anschluss öffneten die Täter das Wehr und sorgten so dafür, dass der Teich leer läuft. Tausende Tiere verendeten qualvoll. Ja, wir stehen ja hier auf dem ausgetrockneten einen Fischteich, dem südlichen. Und bislang sind wir davon ausgegangen, dass es einfach die normale klimatisch bedingte Austrocknung ist. Dann haben wir heute einen anonymen Hinweis bekommen von jemandem hier vor Ort, der sagte, dass hier das Wehr, das Abflusswehr von diesem Teich aufgemacht worden ist. Und er hat uns dann auch gezeigt, dass es wohl so ist, denn wir haben dann in dem Abflussgraben Hunderte und eigentlich Tausende, auch kleinere Fische, tot und teilweise noch so ein bisschen auf dem letzten Loch pfeifend gesehen, aber die meisten schon in Verwesung. Offensichtlich hat irgendjemand dieses Wehr aufgemacht und hat den Teich abgelassen, weil wir waren hier auch schon mal vor einigen Tagen, da war hier noch Wasser drin, jedenfalls auf vielen Bereichen von dem ausgetrockneten Teich war noch Wasser angeguckt. Das ist also nochmal eine richtige kriminelle Tat, die da passiert ist. Ja, jetzt ist der Geruch nicht der beste. Wie würdest du das in einem Satz beschreiben? Das stinkt zum Himmel in jeder Hinsicht. Also das ist ein erbrechenerweckender Geruch, ein richtiger fischartiger Verwesungsgeruch. Das ist furchtbar.